Also jetzt nochmal zu dem Thema Bauchtraining, weil halt viele fragen, wie ich das mache, so mit dem Bauch. Also bei mir ist es halt so, ich habe halt sehr dicke Bauchmuskeln, wie gesagt, ich trainiere jetzt über 30 Jahre. Und wenn du Beinpresse machst, am Seilzug, Trizepdrücken, Beinpresse oder andere Übungen, Bizeps, dann hast du immer die Bauchmuskeln mit drin. Es ist immer vom Typ her so. Also ich habe sehr starke Platten so. Und wenn ich die jetzt noch mehr trainieren würde, dann würden sie vielleicht noch extremer werden. Und das wäre für mich jetzt nicht förderlich. Und schon gar nicht, wenn ich immer die Leute sehe, hier mit dem seitlichen Bauch, weil das dieser, wie heißt da, dieser Sägemuskel oder wie man den nennt, oder ja, gibt es da noch andere Namen dafür. Gerade Frauen, wenn sie immer hier mit der Scheibe hier, ja, was passiert? Ich meine, die Bauchmuskeln, die wachsen dann wie alle anderen Muskeln. Man muss das immer sehen im Verhältnis, also nun nicht von heute auf morgen, aber dann wachsen hier diese Dinger und dann hat man hier diese Würste. So, und wenn dann da drauf das Fett noch ist, dann wird man hier natürlich noch breiter, ne? Und wenn wir diesen extremen Waschbrettbauch haben, was die ganzen Kiddies oder ich sag mal die 20-Jährigen alle haben wollen, brauchst du auch einen sehr niedrigen also Körperfettanteil, weil, also damit das definiert ist. Und das heißt, du musst dich an der Ernährung halten und kannst halt nicht Eis essen und einen Lebemann machen und dann aber hier einen Waschbrettbauch. Das gibt's nicht. Also immer schön diszipliniert essen und wenn das Fett hier oben weg ist, dann kommen auch die Einschnitte immer tiefer. Aber wie gesagt, ich jetzt persönlich für mich, ich trainiere den Bauch, ich sag mal, die letzten 6 bis 4 Wochen vor dem Wettkampf und das reicht für mich, aber auch nur sehr leicht. Also hier schwer trainieren. Ich hatte ja früher den Fehler gemacht, dass ich immer hier mit Scheibe und 8 bis 12 Wiederholungen und der Bauch und dann hast du kriegst du hier solche, dann siehst du aus wie eine Handgranate hier. Aber wenn du dann gegessen hast, dann schiebst du natürlich die Bauchmuskeln vor und dann hat man halt so eine Plauze dran. Ne? Das ist dann wieder nicht ästhetisch. Ich muss immer gucken, dass ich, wenn ich jetzt auf der Bühne bin, dass mein Magen ziemlich leer ist. Also am besten ist gar nichts essen oder nur leichte Sachen. Ich kann ja sowieso nicht schlafen. Aber was ich halt nochmal sagen will, den Bauch trainiert ihr fast immer mit. Oder es gibt halt Leute, die trainieren immer nur Bauch und Waden und trainieren halt keine Brust und Schultern. Aber ja gut, was hat das für einen Sinn, ne? Also ist jetzt so meine Meinung, meine Erfahrung und wenn ihr es besser könnt oder besser wisst, dann bitteschön. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, brauchst du nicht extra so viel trainieren? Man kann immer mal vielleicht mal 2, 3 Übungen machen mit je 2 Sätze. Das langt aber völlig aus. Um das nochmal auszubrennen. Aber ja, also schwere, große Gewichte hier, ihr wisst ja, das, was nicht so groß werden soll, das wird dann wieder so groß. Und das, es kommt halt immer darauf an, wo ihr eure Veranlagung habt. Wie sieht dann die Wochen vor dem Wettkampf, wie sieht dann dein Bauchtraining aus? Und machst du das dann im Anschluss ans Training oder? Ja, also ich tue ja jetzt keine extra nochmal. Ich mache das dann immer mal mit. Hier entweder hier am Seilzug, hier so 30 Wiederholungen hier. Also, wie sagt man, beten oder so am Kabelturm oder man macht halt Beinheben, halt hier, wo man sich das so festhält. Wie nennt man das jetzt, ein Bann oder was? Das kann man machen, ja, aber ich muss es nicht machen, es ist halt da. Ja, aber es gibt die Leute, die haben überhaupt keine Bauchmuskeln. Aber die können dann nur trainieren, was sie wollen. Die werden auch keine Bauchmuskeln kriegen. Weil sonst wären sie ja schon da. So ist es halt. Ja. Wo halt die Veranlagung ist, ne? Klar. Und was hältst du davon, dass manche Leute glauben oder hoffen, dass wenn die ihre Mittelpartie einfach die Muskeln stärker trainieren, dass der Blähbauch, den ja viele haben auf der Bühne, dass sie das unter Kontrolle bekommen, dass es das dann besser aussieht? Meinst du das? Ja, schon. Also jetzt,
Aber bei mir ist es halt so, dass ja, also ich muss es jetzt nicht so machen. Wie gesagt, also bei mir ist es so, ich muss halt gucken, halt, also diesen Blähbauch, das habe ich dann, wenn ich Kohlenhydrate lade. Und deswegen lade ich halt keine Kohlenhydrate, weil ich müsste ja jetzt wieder Insulin spritzen, damit die Kohlenhydrate in die Muskulatur kommen. Und wenn ich das mache, ja gut, dann ziehe ich Wasser unter der Haut. Also deswegen halt nicht laden und nicht entwässern. Aber wie gesagt, ihr habt ja die Bilder von mir gesehen. Also hier habe ich jetzt ein Bild vom letzten Wettkampf. Sieht jetzt ein bisschen witzig aus, weil neben mir dieser Riese da steht. Aber wenn man jetzt guckt hier, die Mittelpartie ist ziemlich flach. Und ja, also hier habe ich nicht geladen, keine Kohlenhydrate, und man ist halt selbst gegen 135 Kilo Mann trotzdem stabil. Ich hoffe, dass ihr die Tipps anwenden könnt, aber wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch zu mir gerne ins Coaching kommen. Jetzt nicht extra wegen dem Bauchtraining, ich meine jetzt so mal allgemein, vielleicht kann ich euch da weiterhelfen. Wie gesagt, 33 Jahre Trainingserfahrung. Ja, entweder über Facebook schreiben oder über Instagram, ist ja ganz einfach, Namen eingeben. Genießt noch das schöne, scheiß warme Wetter. Es wird noch eine Weile so bleiben. Hier unten im Keller ist es schön kühl, also wenn ihr schon mal alleine mal im kühlen Raum trainiert wollt, dann kommt ihr einfach mal her. Also, wir hören jetzt mal auf, weil hier ärgert mich so eine blöde Fliege. Also, tschüss.